Eigentlich wollten wir einen Abschiedsgottesdienst und ein großes Fest feiern, aber das geht nicht. Darum gibt es heute ein Video. Und ich gehe noch einmal an die Orte, die mir wichtig geworden sind in Kleinmachnow. Jetzt geht es zur Dorfkirche, denn da ist heute was los. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Schöne Buschgraben spielt zwei Lieder für mich. Das eine ist von Beethoven. Wir kommen ja beide aus Bonn und werden uns auch immer ähnlicher. Jedenfalls die Frisuren. Hier hat alles angefangen. Hier im Wohnstift Augustinum war ich Seelsorgerin, bevor ich in die Kirchengemeinde ging als Pfarrerin. Ich war sehr gerne hier. Aber auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern und von den Mitarbeitenden kann ich mich nicht persönlich verabschieden. So sage ich hier beim Nashorn auf Wiedersehen und bleiben Sie behütet. Die Auferstehungskirche. Hier wurde ich eingeführt vor fast 11 Jahren. Und das war ein schöner Gottesdienst. Und bunt war er. Dafür hatten die Kinder gesorgt. Sie hatten mir eine Kerze mit Wachs gestaltet und ich trug sie vor mir her. Und sofort war mein Bäffchen bunt. Das war ein toller Start. Wir sind auf dem evangelischen Waldfriedhof. Es ist so ein schöner Friedhof, besonders wenn die Rhododendren blühen. Hier war ich oft und manchmal war es richtig schwer. Dann haben wir Gott gesagt, was schwer war. Und er hat uns verstanden. Und jetzt fahre ich zu meinem Lieblingsort, zur alten Dorfkirche mit dem neuen Gemeindehaus, das wir zusammen gebaut haben. Da werde ich in einer Andacht verabschiedet. Man muss jemanden nicht anfassen, um ihn zu berühren. Das habe ich erlebt. Am Ostersonntag vor der Dorfkirche. Erste offene Kirche seit dem Lockdown. Sie stand im Mindestabstand vor mir und sagte sehr freundliche Sätze voller Wertschätzung über den bevorstehenden Abschied. Ihr kamen die Tränen und mir dann auch. Aber sie hielt ihre kleine Rede tapfer durch und unsere Herzen berührten sich. Jesus spricht nur ein Wort. Er sagt ihren Namen und da erkennt sie ihn. Er ist nicht der Gärtner, für den sie ihn hielt, der ihren Toten aus dem Grab geholt und weggebracht hätte. Er ist der Tote, nur er lebt, er ist nicht tot. Berühre mich nicht, sagt der Auferstandene, als sie ihn umarmen will. Denn ich bin noch nicht zu unserem Vater aufgestiegen.
Jesus ist auch jetzt unterwegs. Und er will nicht festgehalten werden. Er muss frei sein. Wie intensiv haben wir über diesen Satz nachgedacht, über den Pas de deux der beiden vor dem leeren Grab, über die verweigerte Berührung. Heute, genau heute, vor 9 Wochen, fast auf die Stunde genau, in einem Abendgottesdienst in anderer Gestalt am Weltfrauentag, dem letzten großen Gottesdienst in der neuen Kirche vor dem Lockdown, mit über 70 jungen Sängerinnen und Sängern in einem vollen Haus, mit dem Team, das zum Teil hinter mir sitzt, und mit Jesus. Berühre mich nicht. Jesus geht auf Abstand. Nur wenn er geht, kann er immer bei uns sein, kontaktlos, geistreich und voller Liebe. Ich lerne in diesen Wochen, dass das unsere Aufgabe ist als Kirche, mehr denn je, einander neu zu berühren. Mit einem Wort, mit einem Lächeln, das man noch über der Maske sieht. Es gilt, aktiv auf die Menschen zuzugehen. Mit einem Anruf, wie geht es dir? Mit einem Gespräch über den Gartenzaun, mit Trostbriefen des Kantors an seine Chormitglieder und einem wunderschönen Liedtext, der eigentlich alles sagt. Digital und analog, mit Humor und mit Gefühl. Mit dem Friede sei mit dir am Himmel über unseren Kirchtürmen. So viel Fantasie. Ich war sehr gerne hier. Und ich danke für das gute Miteinander in sehr herausfordernden Aufgaben. Stichwort Kirchneubau. Da kann man gleich wieder sachlich werden. Stichwort Kirchengemeinde mit den meisten Konfirmanden in der Landeskirche. Immer noch. Das wird nicht leichter in pandemischen Zeiten. Und jetzt mache ich mich auf. Ich war 19 Jahre in Kleinmachnow und das ist länger, als ich je irgendwo war. Fast 11 Jahre als Pfarrerin in der Kirchengemeinde und davon 5 Jahre auf dem Tandem mit Johannes Krug unterwegs im Kirchenkreis. Ich freue mich, auch wenn ich jetzt weine, ich freue mich, dass dieser kleine analoge Abschied möglich geworden ist und dass 50 Menschen hier stellvertretend für viele da sind. Für die Gemeinde, für den Kirchenkreis, für die Bürgergemeinde. Den vielen sage ich in einem Video, das gerade aufgenommen wird, auf Wiedersehen. Ich gehe voller Vertrauen. Die Kirchengemeinde hat alles, was sie braucht. Gottes Wort. Es wird gesagt und gesungen. Wenn auch im Moment nur von wenigen Menschen. Aber präzise, klar und schön. Und es wird eure Herzen berühren. So soll es sein für euch. Amen. Amen.
Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst verabschieden wir dich, Elke Rosenthal, von deinem Amt hier als Gemeindepfarrerin und von deinem Amt als stellvertretende Superintendentin hier im Teltow Zehlendorf. Und zu deinem Abschied sind es drei Bilder, die mir in den Kopf gekommen sind. Das erste Bild: Elke kämpft. Das war vor vielen Jahren, ganz am Anfang meiner Amtszeit. Ich erinnere mich, da haben wir ein Telefonat geführt. Ich habe dir irgendeine Idee vorgestellt und du fandest diese Idee so richtig blöd. Und das hast du sehr frei, sehr offen und auch sehr deutlich gesagt, und zwar in einer Weise, die klar machte: Dir geht es um die Sache und dir geht es nicht darum, dein Gegenüber an die Wand zu drücken. Du kannst kämpfen. Dir können Dinge wichtig sein. Das war ein Telefonat bei dem ich glaube, verstanden zu haben, warum du, wohin du auch immer kommst, schnell ernst genommen wirst. Weil nämlich dir dein Beruf und deine Berufung selbst ernst ist. Das zweite Bild: Elke leitet. Ich habe dich in vielen Sitzungen erlebt, in vielen Beratungssituationen, und wann immer mein Blick auf dich fiel, warst du konzentriert und gut vorbereitet und voll im Stoff. Und das merkte man oft daran, dass, wenn du sprachst, deine Sprache ein Müh langsamer war, als sie sonst ist. So warst du in Gedanken mit ganzer Seele dabei. Elke leitet. Du nimmst deinen Beruf ernst. Und für dich, bei dir, kommt mir ein Adjektiv immer wieder und seit langem schon ganz früh in den Sinn. Ich wüsste kaum einen Menschen, auf den dieses Adjektiv besser passt. Und das Adjektiv heißt besonnen. Kraft und Liebe haben viel. Aber die Besonnenheit ist ja eigentlich eines der Markenzeichen evangelischer Kirche. Die Besonnenheit ist heute rar und gerade in diesen Tagen unendlich kostbar. Aber du hast sie, die Gabe der Besonnenheit. Und das dritte Bild ist etwas, das kommt oft ganz plötzlich bei dir und manchmal überraschend. Doch dann flutet es an mit aller Macht: dein Lachen. Wer jetzt denkt, zum Ernst und zur Besonnenheit passt das Lachen doch gar nicht, der hat, glaube ich, wenig verstanden von dir. Ich jedenfalls, ich habe in deinem Lachen immer eine große Freiheit gespürt, eine Freiheit, die in dir schlägt. Auch wenn es dir mit einem Thema ernst ist, nimmst du dir die Freiheit, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass es vielleicht ganz anders, als du denkst, richtig ist. Auch wenn du gut vorbereitet bist, nimmst du dir die Freiheit, auf einen Gott auf deiner Seite zu vertrauen, der die Überraschung liebt und manchmal unser Leben kräftig durcheinander bringt. Diese Freiheit, die Freiheit eines Christenmenschen, die spüre ich in deinem Lachen heraus. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Kirchenkreis dir zum Abschied ein Apfelbäumchen schenken und eine Überraschung, die daran hängt. Denn ich wünsche dir sehr, dass du in deinem neuen Amt, wenn es einsam um dich wird, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du dich hilflos fühlst und ordentlich Groll in dir spürst, dass du dir dann die Freiheit nimmst, in Distanz zu treten zu all diesem Kleinglauben und ein Apfelbäumchen zu pflanzen oder, wenn der schon gepflanzt ist, wenigstens einen Apfel zu essen. Deine Ernsthaftigkeit, deine Besonnenheit und dein strahlendes Lachen. Elke, in dieser Gemeinde werden viele, viele dich vermissen. In diesem Kirchenkreis werden wir dich vermissen, und auch ich werde dich vermissen als meine Stellvertreterin in diesem Amt. Und ich glaube, egal wen man fragt, aus Gemeinde oder Kirchenkreis, wenn wir gebeten würden, eine Erwiderung zu schreiben, deinen schönen Artikel im Gemeindebrief zum Abschied,
dann käme diese Erwiderung eigentlich mit zwei Sätzen aus. In der erste hieß es, wir sind's doch, die dankbar sind für dich. Der zweite Satz, die da in Arnstadt Ilmenau, die haben's echt gut. Elke Rosenthal, du mit deinem Mann Walter, deinen Kindern, deiner Familie, mit allen, die dir lieb und teuer sind, geht hin und früh. Amen. Jetzt bitte ich dich nach vorne zu mir. Liebe Elke Rosenthal, mit deiner Wahl zur Superintendentin im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau übernimmst du neue Aufgaben. Dafür geben wir dich frei von allen dienstlichen Rechten und Verpflichtungen in dieser Gemeinde und in diesem Kirchenkreis. Wir sagen dir, unserem Gott, Dank für den Segen, der auf deiner Arbeit ruht. Gott, schenke dir Freude an allem, was gelungen ist, und in Gedanken an Fehler und Versäumtes hilf dir, barmherzig zu sein mit sich selbst. Vergib ihr, unser Gott, alles, was sie schuldig geblieben ist. Segne sie und ihre Familie auf ihrem Weg in die Zukunft. Bleibe bei ihnen im Abschied und geleite sie zu neuen Anfängen. Das bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Liebes Ehepaar Rosenthal, Gott segne euren Blick zurück und eure Schritte nach vorn. Er bewahre euch die guten Erinnerungen an diesen Ort und begleite euch auf den Wegen, die vor euch liegt. Er gebe euch Geduld und Kraft und eine Liebe, die weiter wächst und sich immer erneuert. So segne und behüte Gott, der Allmächtige, euch und die Euren in guten und in bösen Tagen. Geht hin im Frieden. Amen. So, liebe Elke, jetzt drehst du dich um und da sitzt ein Teil deiner großen ehemaligen Gemeinde.
vielleicht erkennen, was es ist. Ich habe dich in den letzten Wochen doch mehrmals angesprochen, dass du dir die Gottesdienste in Maria Regina Mato anguckst. Das ist die Nachbildung des Altarbildes. Ach. Toll. Sie wollte nicht, dass ich eine Rede halte, aber ich nehme dir jetzt das Recht. Ich muss ja nicht immer gleich. Liebe Elke, also dieses Bild ist eine Nachbildung des Altarbildes der Kirche Maria Regina Martyrum in Plötzensee, also in der Nähe von Plötzensee. Und diese Kirche ist gewidmet den Opfern des Nationalsozialismus, also vor allen Dingen wohl den katholischen Christen, aber es heißt dann den Kämpfern für Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das Erinnern an diese Zeit ist dir immer wichtig. Wir alle schenken es dir. Als ich es im vergangenen Jahr sah, hattest du mir schon gesagt, dass du gehen würdest. Und ich dachte in dem Augenblick, das ist das richtige Geschenk für dich. Die Bedrängnisse des Lebens können nicht die Macht übernehmen. Denn Gott hat alles in seinem Blick und ist stärker. Er ist die Mitte unseres Lebens, lässt Glück, Freude, Hoffnung und Fantasie trotz allem wachsen. Du kennst diese Mitte. Diese Gemeinde hast du mit deiner Fantasie, deinem humorvollen Eigensinn und deinem Ideenreichtum gefordert und entwickelt. Vom Konfirmandenunterricht über die verschiedenen Gottesdienstformate wie den Klangpredigten oder den Gottesdiensten anderer Gestalt, den Krabbelgottesdienst bis zum Bau dieses Hauses. Er hat uns fast zerrissen, dieser Bau, aber eben nur fast. Du hast die Verbindung zu allen Gemeindegliedern gehalten und dabei viele Gemeindemitglieder überzeugt und mitgenommen und manch anderem Zeit gelassen. War es deine größte Herausforderung hier? Deine große Teamfähigkeit und deine liberale Einstellung hast du in all diesen Projekten bewundernswert eingesetzt. Ich weiß, du willst jetzt sagen, es ist nicht alles mein Verdienst. Viele haben mitgewirkt, aber jetzt sprechen wir über dich. Auch andere Gottesdienste waren oftmals besonders geprägt, wie zum Beispiel St. Martin. 250 Hörnchen haben wir gewonnen. Weißt du noch? Oder die Erinnerungsgottesdienste zu den Verbrechen der Nazizeit. Nicht zu vergessen die Gottesdienste am Heiligabend, Karfreitag oder Ostern, die Konfirmationsgottesdienste oder Taufen. Du warst Seelsorgerin, als Seelsorgerin immer ansprechbar. Zu dir konnte man kommen und weinen, wenn die Sorgen über besondere Kinder, Eheprobleme, schwere Erkrankung oder der Tod eines geliebten Menschen, Mobbing im Beruf oder dem Zustand dieser Welt übermächtig wurden. Mich hast du gelehrt, dass Beten das Werfen meiner Sorgen zu Gott hin ist. Er wandelt meine Sorgen und hält mich. Deine evangelische Glaubensüberzeugung hat kirchliche Gemeinschaft mit allen Sinnen erfahrbar und lebendig gemacht, sowohl für den Einzelnen als auch für uns als Gemeinde. Und deiner Familie muss gedankt werden. Ihr habt diese Arbeit mitgetragen und unterstützt und auch ausgehalten. Und wahrscheinlich habt ihr auch manches Mal an ihr gelitten. Aber ohne euch hätte Elke das alles nicht geschafft. Behaltet uns bitte in guter Erinnerung, egal wie sehr wir euch manchmal auf die Nerven gegangen sind. Und nun nochmal zu dem Bild. Möge es dir eine Kraftquelle sein für die Herausforderungen in Arnstadt und Ilmenau. Und mögen alle deine Fähigkeiten auf neuem Boden Frucht tragen. Wir sind glücklich, diese Früchte hier erlebt zu haben und genossen zu haben. So, und jetzt nochmal.
Geschichten. Ja, liebe Elke, so oft hast du hier in den letzten fast 11 Jahren vor der Gemeinde gestanden und hast Menschen bedankt, geehrt und hast dabei immer die richtigen Worte gefunden. Und heute möchten wir Danke sagen. Auch wenn das leider nur in einem sehr viel kleineren Kreis und in einem ganz anderen Rahmen möglich ist, als wir das geplant und uns gewünscht hatten. Doch bin ich froh, dass wir dir heute Danke sagen können. Ja, es gibt so viele Dinge, die mir einfallen, für die ich dir danken möchte, aber nur ein paar kann ich hier nennen. Danke für deine Predigten. Ich habe mich immer angesprochen gefühlt. Oft habe ich gedacht, sie meint mich, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es den anderen auch so gegangen ist. Danke für die guten Gespräche, für das bewundernswerte Durchhaltevermögen auf dem ganz langen und oft sehr steinigen Weg zum Bau hier unserer neuen Kirche. Für deine Offenheit für Neues und deine Initiativen, Dinge weiterzuentwickeln. Zum Beispiel neue Gottesdienstformate. Und wenn man so rumguckt, selbst beim Abschiedsgottesdienst, hast du ein neues Format gewählt, wenn auch nicht ganz freiwillig. Dann wurde vorhin schon genannt, neue Angebote und Veranstaltungen im Gemeindeleben. Auch das neue Layout des Gemeindebriefes oder die Webseite. Du hast so viele Ideen eingebracht und mit so viel Engagement und Begeisterung in die Tat umgesetzt. Dabei immer darauf bedacht, die Menschen zu erreichen und mitzunehmen. Ein weiteres Beispiel für so ein schönes Projekt ist unser Stoffgeschichtenprojekt. Auch das war deine Idee und Initiative. Ein Mitmachprojekt hattest du dir ausgedacht, um die Menschen einzubinden auf dem Weg hier in das neue Haus. Ich erinnere mich noch sehr genau an unser allererstes Gespräch, wo du mir von dieser Idee erzählt hast und dann auch Anke Mühlich für das Projekt gewonnen hattest, Geld eingeworben hattest. Und wenn ich heute sehe, was daraus geworden ist, Himmelsleiter und auch die Stoffgeschichten, das Stoffgeschichtenbuch, dann bin ich so dankbar und froh, dass ich da mitmachen durfte. Und als du mir erzählt hast, dass dich dein Weg nun weiter nach Thüringen führen wird, habe ich überlegt, was wir dir mitgeben können für dein neues Haus dort. Etwas, das dich mit Kleinmachnow und deiner Gemeinde hier verbindet. Ja, und was liegt da näher, als die Idee von Stoffgeschichten aufzugreifen und dir ein Textil mitzugeben, das Erinnerungen trägt. Anke Mühlich hat einen wunderbaren Entwurf gemacht und wird auch gleich ein paar Worte dazu sagen. Wir haben aus den Resten von den Himmelsleiterstoffen ein Textilbild für dich gestaltet. Die Stoffe und ihre Geschichten kennst du alle, ich würde sagen fast auswendig. Und so wie in den Himmelsleitern sind diese Stoffe jetzt auch in diesem Textilbild für dich verwoben und sollen dich mit deiner Gemeinde in Kleinmachnow hier verbinden. Packen wir mal auf. Ich hoffe, dass du dafür in deinem neuen Zuhause ein schönes Plätzchen finden wirst und vor allen Dingen mit ganz viel Fröhlichkeit an unsere gemeinsame Zeit hier zurückdenken wirst. Lass mich noch was dazu sagen, Pat. Bitte. Elke, als Kerstin Anfang des Jahres die Idee hatte, dich mit unseren Stoffgeschichten in dein neues Leben zu begleiten, da habe ich überlegt, welche Geste verbinde ich am stärksten mit dir? Es ist die offene Geste des segnenden Armen. Und das meine ich jetzt nicht nur am Ende des Gottesdienstes, sondern ich meine es in einem viel umfassenderen und auch übertragenen Sinne. Deine Offenheit gegenüber Neuem und bislang Ungewöhnlichem in unserem Gemeindeleben hier.
denke auch an die vielen Gottesdienste in anderer Gestalt, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber ich meine auch deine Offenheit für das Stille und ganz Unspektakuläre. Da denke ich an die zugewandten Gespräche, die du geführt hast mit unseren Stoffspendern und auch an den unvergessenen Abschiedsgottesdienst von Hermann Lorisch. All das wird mit dieser Geste, dieser Herzlichkeit und dieser zugewandten Offenheit symbolisiert. Ich habe überlegt, wie kann man diese Geste darstellen? Ganz einfach, so einfach, wie ja auch die Himmelsleitern gedacht waren. Wenn man aus der Vogelperspektive auf die ausgebreiteten Arme schaut, dann wird daraus ein Bogen. Und dann wurde mir klar, dass du hier in unserer Gemeinde mit dieser Haltung ganz viele, viele angesteckt hast, mit deiner warmen Offenheit, die ist hier auf fruchtbaren Boden gefallen. Jedenfalls sah ich in diesen ausgebreiteten Armen im Kreis, wir stehen mit dir dort, nah beieinander, als wir es noch durften, so dass wir uns Kraft geben und die gemeinsame Hoffnung und unseren persönlichen Glauben im Inneren des Kreises beschützen. Gleichzeitig aber sind wir mit all unseren Sinnen ganz wach in der Welt und sagen, herzlich willkommen, kommt dazu, ihr seid eingeladen. So habe ich dich hier immer erlebt. Als wir vor 4 Monaten angefangen haben, dieses Bild zu entwerfen gemeinsam, da war Corona noch weit weg in Wuhan und niemand wusste, wie dieses Virus aussehen könnte. Und dann war Kerstin schon mitten in der Arbeit, da entdeckten wir, dass mein Symbol nun ganz plötzlich auch andere Assoziationen lenken könnte. Das hat mich sehr erschreckt. Aber dann habe ich ja verstanden, alles um uns herum ist immer zu in Bewegung. Wir sind ständig und gerade jetzt um Neuorientierung bemüht. Nun gehst du, Elke, auf eine neue Aufgabe zu und auch wir werden neue Wege finden, weiterhin eine offene Gemeinde sein zu können. So passt das doppelsinnige Symbol plötzlich sehr gut. Und es mag dich erinnern an all die guten Jahre, die wir miteinander hier hatten, an die Himmelsleiter, wo du eine Spur der Erinnerung an deine herzerwärmende Offenheit hinterlässt. Vielen Dank. Danke. So, wir haben uns als nächste Überraschung etwas überlegt. Der Arbeitstitel ist Rosenrunde. Wir haben gedacht, hier in diesem Raum gibt es ganz viele, die mit ein paar kurzen Worten, ich möchte auch wirklich sagen 2, 3 Sätzen, Elke etwas mitgeben möchte auf dem Weg. Und das soll sie tun, indem sie eine Rose nehmen und diese Rose in diese Vase stellen. Wir werden sie gleich noch etwas näher zu dir hinstellen. Wir dürfen sie dir ja nicht direkt hingeben. Und das, was wir auf dem Zettel, auf dem kleinen Brief draufgeschrieben haben, das kommt hier in diesen kleinen Koffer. Das ist also quasi der Koffer aus Kleinmachnow, den du mitnimmst. Du lässt keinen Koffer in Berlin, sondern du nimmst einen mit. Liebe Elke, ich möchte mich bei dir sehr herzlich bedanken. Bedanken für die frische Kreativität, für die vielen frischen Ideen, für die frische Kraft, die frische Herzlichkeit und die frische Wahrhaftigkeit, die du in die Gemeinde hineingebracht und ausgestrahlt hast. Und wo Frische ist, da ist auch Fröhlichkeit nicht weit weg. Die hat mich immer sehr angesteckt. Vielen Dank dafür. Unser Abschiedsritual nach den Gottesdiensten werde ich sehr vermissen. Liebe Elke, wir danken, dass wir dich hier erleben durften. Wir freuen uns darauf, dich wiederzusehen im Herzen der mitteldeutschen Kirche. Und wir wünschen dir viel Kraft, dass du das umsetzt, was du dir in Arnstadt gewünscht hast. Nämlich, die Kirche möge nicht immer nur reagieren,
sonst würden wir gestalten. Liebe Elke, ich habe sehr gerne mit dir zusammengearbeitet und ich wünsche dir, dass du auf Menschen triffst, die es dann ähnlich sehen werden. Liebe Elke, all die guten Gaben, von denen jetzt gesprochen worden ist, die du hast, die nimmst du ja mit nach Thüringen und das ist auch gut so. Uns bleibt Erinnerung an das, was du hier uns gegeben hast und es bleibt auch ein bisschen von diesem Funken, den du hier entzündet hast. Was mich besonders bewegt hat, sind die Predigten, in denen du so ganz persönlich auf bestimmte Dinge eingegangen bist. Die haben mich manchmal sogar zu Tränen bewegt. Und das Gegenteil von Tränen ist Lachen. Das ist das ganz Besondere an dir, dein fröhliches, herzliches Lachen. Nimm es mit, wir danken dir, dass du es uns geschenkt hast. Liebe Eltern, als Eltern danken wir dir für dreimal Konfirmationszeit. Du hast drei Kinder mit in die Konfirmation genommen, du hast sie begleitet und du hast uns als Eltern begleitet. Das war eine sehr schöne, eine sehr anregende Zeit. Anregend als Gemeindeglied fand ich, dass du uns auf so schöne neue Wege genommen hast. Und jetzt wünsche ich dir und deiner Familie schöne neue Wege und unsere guten Wünsche begleiten dich. Liebe Frau Rosenthal, ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Amt. Der Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau hat das große Los gezogen. Danke. Liebe Elke, in all den vielen Jahren, die du hier tätig warst, hatten wir jetzt vielleicht auf der in Bezug zur Gemeindearbeit die kürzeste Zeit miteinander zu tun, aber mir hat immer sehr imponiert in diesen wenigen Wochen und Monaten deine unaufgeregte, deine besonnene Art. Und deine fundierte, sachliche Diskussionsfreude und Dinge anzupacken und Neues auszuprobieren. Dafür danke ich dir sehr und wünsche dir und deiner Familie alles Gute und Gottes Segen. Danke. Liebe Elke, eine deiner Mappen von einem Gottesdienst in anderer Gestalt, da drauf stand dein Spruch: Am Ende wird alles gut, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Elke, heute ist alles gut und trotzdem ist es noch nicht das Ende. Lass es weitergehen. Es war eine richtig geile Zeit mit dir. Liebe Elke, der alte Kaiser Franz Josef von Österreich, der hat häufig gesagt am Ende, es hat mich sehr gefreut, ein Hoch auf Ungarn und Österreich. Heute kann ich dir nur sagen, in Anlehnung, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir uns geschätzt haben. Vielen Dank dafür. Herz bleibt stark, habe ich immer gehört von dir am Anfang meines Vikariats. Ich habe gedacht, jetzt sprichst du dir Mut zu, denn den braucht man ja als Pfarrerin. Dann habe ich aber schnell gemerkt, es geht auch darum, das aufzurufen, worauf es eigentlich ankommt, nämlich dass man mit dem Herzen dabei ist. Und dass man auch dem nachgeht, wofür das Herz schlägt. Gott erhalte dir dein starkes Herz. Liebe Elke, vielen Dank für alles. Ich wünsche dir, wo hast du alles Gesundheit? Liebe Elke, als ich überlegt habe, was ich dir mit auf den Weg geben kann, hatte ich ganz schnell eine Idee, die ich dir verpackt habe und die hoffentlich Freude bereitet. Und eine Quintessenz aus vielen Gottesdiensten in anderer Gestalt ist einfach nur. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Liebe Elke, Herr Krug hat völlig recht. Vielen Dank und die anderen haben verdammt viel Glück. Wenn wir sonntags überlegt haben, ob wir katholisch oder evangelisch in den Gottesdienst gehen, waren wir immer katholisch, evangelisch, denn du gepredigt hast. Ich habe ein Büchlein mit den Predigtgedanken, habe ich. Nicht von anderen Pastoren, das habe ich von dir. Und ich habe in Ilmenau einen neuen Unterstützer für dich, meine Schwester, wiederholt. Die freut sich schon. Ja, liebe Elke, in meiner 12-jährigen ältesten Zeit haben wir etwa 10 Jahre zusammengearbeitet. Und gerade in der ersten Hälfte des Jahrzehnts hast du mir einige Briefe geschrieben,
zu freudvollem Anlass, aber auch gerade in kritischen Situationen. Für diese Briefe möchte ich dir danken. Sie haben mir sehr geholfen und sie ruhen ganz sicher in meinem Herzensarchiv, aber auch im Schubkasten. Vielen Dank. Kannst du dich erinnern, Elke? Konfirmandenfahrt, wir haben Purimfest gefeiert und erfahren, dass man die Maske ablegen muss, um zu erfahren und zu erspüren, wie Gottes Wirken ist. Danke für fast 7 Jahre Zusammenarbeit im Konfirmandenunterricht und im Gottesdienst in anderer Gestalt und viele persönliche Gespräche, die mich bereichert haben, immer kreativ mit meinem Glauben umzugehen. Danke. Liebe Elke, ich stehe hier als Vertreter der Stiftung Kirche und Kultur im Alten Dorf. Die Stiftung konnte immer auf dich und deine Unterstützung bauen, ob als Pfarrerin oder privat zusammen mit deinem Ehemann als Zustifterin. Dafür möchten wir dir ganz herzlich danken. Ja, liebe Elke, die kirchliche und die weltliche Gemeinde Kleinmachnow wird dich vermissen. Wenn ich so nachdenke über die 10 Jahre, 11 Jahre, die du als Pfarrerin gewirkt hast, die ich Bürgermeister bin, da muss ich sagen, war schon eine coole Pfarrerin. Also nach Rumänien gefahren, mit der Konfirmandengruppe, 2000 Kilometer, 1900 Kilometer hin und 1900 Kilometer zurück, eine Woche da geblieben. War schon klasse, wenn man das so macht mit der Konfirmandengruppe. Und was ich immer bewundert habe, das ist hier auch schon angeklungen, ist deine Ruhe und deine Gelassenheit gewesen, aber der energische Wille beim Durchsetzen dieses Kirchenneubaus an dieser Stelle hier, die Integrationsfähigkeit, die du bewiesen hast. Und das ist ja nicht so die richtige Arbeit, die man ansonsten hat. Das hast du alles noch nebenher gemacht. Wir werden dich wirklich vermissen, aber danke, dass wir dich haben kennenlernen können. Mach's gut. Liebe Elke, wir sind sehr dankbar, dass wir dich hatten. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich ausersehen war, das entscheidende Gespräch im Konsistorium zu führen, das zu deiner Hierseins beigetragen hat. Und dafür danke ich Gott, dass er mir diese Aufgabe gegeben hat. Und ich danke, dass du so einen schönen Dienst hier geleistet hast. Vielen Dank, Elke. 2, 3 Sätze. Was für eine Zumutung. Zum Glück sind noch so viele Rosen da. Das ist mal ein Glück. Du warst meine Vorgängerin im Augustinum, Elke. Du hast mir viele Türen in diese Gemeinde geöffnet. Ich wünsche dir für all die Wege, die du gehen wirst, dieselben guten Erfahrungen, die wir auf den Wegen gemeinsam, auch den schönen Reisen miteinander gemacht haben. Lass es dir gut gehen. Dieselbe Offenheit, dieselbe Freundlichkeit, derselbe Segen soll mit dir sein. Liebe Elke, mich hat an dir besonders beeindruckt, die Kombination, einen klaren Standpunkt zu haben, aber auch anderen Raum zu geben, sie in ihrer eigenen Art wertzuschätzen und stehen zu lassen. Der grün, bunte Punkt dort, das ist ein Gruß aus dem Kindergarten, den ich auch mitgebracht habe. Liebe Elke, es war eine wunderbare Zeit, in der du in unserer Gemeinde gewirkt hast. Und ich weiß gar nicht, warum das jetzt aufhören sollte. Wo du mich doch jeden Sonntag so wunderbar für die nächste Woche ausgerichtet hast. Und wo du mir doch die Möglichkeit gegeben hast, mit dir gemeinsam an einem grünen Donnerstag auf der Bühne zu stehen. Und wo ich erst vor kurzem auch noch die Möglichkeit durch dich hatte, einen Gottesdienst musikalisch ganz alleine zu gestalten. Trotz allem, der Herrgott, der hat schon seine Gründe, wenn er dich von hier wegschickt. Unserer Gemeinde geht es gut. Und der Herrgott weiß, wo er dich noch besser wirken lassen kann. Ich denke, das ist so. Ich wünsche dir auch für die Zukunft ein weiterhin segensreiches Wirken und ich danke dir dafür, dass du bei uns warst. Liebe Frau Rosenthal, vielen Dank für Ihr Engagement in der Gemeinde und von mir weniger Worte, dafür ein paar Blumen mehr, die sich auch hoffentlich ein bisschen länger
halten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die neuen Aufgaben. Vielen Dank. Liebe Elke, ich als Katholikin von der katholischen Kirche, ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Das erste Mal auch, als ich dich predigen hörte. Und dann danke ich dir auch im Namen der ganzen Frauen, die beim Meditationsgang am Karfreitag mitmachen durften und wir wunderbare Gespräche hatten und wir uns einfach aufgehoben fühlten. Und ich denke, diese ökumenische Arbeit, das war wunderbar. Ich danke dir. Liebe Elke, du hast viel für diese Gemeinde gemacht und du hast sie bestimmt geprägt. Für mich war am wichtigsten die tollen Worte, die du zumeist in den Predigten gefunden hast. Ich erinnere mich an Konfirmationsgottesdienste, die wir zusammen ja doch viele, viele 20, 30 zusammen verbracht haben. Aber du hast unterschiedliche Predigten in diesen Gottesdiensten gebracht, manchmal so, dass ich nach Hause kam und meiner Familie davon am Mittagstisch erzählt habe. Andere Predigten waren so, dass wir noch viele Tage später in der darauffolgenden Woche darüber uns ausgetauscht haben. Das bleibt mir am meisten in Erinnerung und ganz viel in der Gemeinde auch. Und du magst jetzt gehen weit weg, aber mit deinen Worten wirst du bei uns bleiben. Liebe Elke, ich habe sehr, sehr gerne mit dir zusammengearbeitet. Das hat mir so viel Spaß gemacht und kann ich gar nicht weiter sagen. Bei uns in der Familie gibt es ein Ritual, wenn man sich verabschiedet. Hab einen schönen Tag, pass gut auf dich auf, möge das Ferkel singen. Das wünsche ich dir. Ich kenne dich nicht. Genau. Und was noch dazu kommt, wenn wir uns für einen langen Zeitraum verabschieden, dann sagen wir nicht einfach Tschüss oder so, sondern wir sagen auf Wiedersehen. Und genau so meinen wir es. Und ich denke, wir sehen uns irgendwo wieder. Liebe Elke, 2, 3 Sätze reichen nicht, um dir Danke zu sagen. Deswegen nur danke, dass du hier warst. Ich bin sehr traurig, dass du gehst. Und ich danke vor allem für die schöne Zeit mit dir im Konfi-Unterricht, für deine Predigten, aber auch für viele gute Gespräche. Alles Gute und auf Wiedersehen. Ja. Liebe Elke, ich gehöre nicht zur Gemeinde, aber ich glaube, dass wir uns fast am längsten kennen. Ich habe heute noch mal gerechnet, 24 Jahre. Da kam die junge Theologin nach Berlin, hat den ersten Vorbereitungskurs im Diakoniehospiz Wannsee mitgemacht und sich engagiert. Dafür engagiert mit anderen Ehrenamtlichen, dass die Hospizbewegung im Berliner Südwesten Fuß fasste. Und du hast die Seelsorge im stationären Hospiz teilweise übernommen, eine Zeit lang übernommen. Und ich erinnere mich sehr an deine Predigten bei den Erinnerungsgottesdiensten. Und die erste Predigt war auch die mit der Himmelsleiter. Die erste Predigt in der Dorfkirche in Zehlendorf, die mir sehr nahe ging damals. Und als ich heute so über uns beide nachgedacht habe, ich dachte, es war immer so gut, dich in der Nähe zu wissen. Einfach zu wissen, du bist da. Du stehst für diesen Hospizgedanken. Und es war schön dann auch im Kirchenkreis wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Ich werde dich auch vermissen und ich wünsche dir alles Gute. Bleibe behütet, du und deine Familie, geh unter dem Segen Gottes und nimm die Hospizarbeit ein bisschen mit nach Thüringen. Liebe Elke, ich möchte mich von dir mit einem irischen Segenswunsch verabschieden. Mögen die Blumen des Lebens für dich besonders schön blühen. Und alles Persönliche habe ich dir hier reingeschrieben. Liebe Elke, vielen Dank, gerade auch für den Gottesdienst in anderer Gestalt. Und wir hätten dich so gerne richtig verabschiedet. Wir hätten so gerne richtig gesungen für dich. Nicht einstimmig, sondern achtstimmig. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Es geht weiter da, dass dein Fuß nicht an einen Stein stoßt. Ich fürchte aber, dass er in Arnstadt und Ilmenau vielleicht doch ab und an mal an einen Stein stoßen wird. Aber er hat trotzdem seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten.
Und das möchte ich dir gerne mitgeben und hoffe auf ein Wiedersehen. Liebe Elke, ich habe dich kennengelernt als Mutter. Dann schlage ich den Bogen zum heutigen Tag. Als Mutter deiner Tochter Johanna, als Musiklehrer und Erzieher in der evangelischen Grundschule. Das war erstens. Zweitens, mir sind in sehr guter Erinnerung ungezählte Einschulungsfeiern mit dir und Verabschiedungsfeiern der Sechstklässler am Schuljahresende. Und das, was mich wirklich berührt hat, mein Herz berührt hat, sind die Augenblicke, wo die Kinder den Segen Gottes zugesprochen bekommen haben. Von dir, von anderen, völlig egal. Aber dieser Augenblick, den nehme ich mit, weil ich gemerkt habe, hier geht etwas Ewiges mit den Familien mit. Und das war wichtig. Und mein dritter Satz. Mein Neid geht ein bisschen mit dir, denn du gehst dorthin, wo ich herkomme. Nach meinem Theologiestudium war ich 15 Jahre im Innkreis angestellt. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Du gehst an einen der schönsten Flecken dieser Erde, den Thüringer Wald, und das ist großartig. Ich wünsche dir, dass Gott dich auf diesem neuen Platz in besonderer Weise segnet. Liebe Elke, in den Vorbereitungen zu den Gottesdiensten in anderer Gestalt hast du uns immer sehr viel Freiraum gelassen, mit unseren Gedanken etwas rechts und links der ausgetretenen Wege zu laufen. In Grenzen. Gelegentlich hast du uns wieder zurechtgestupst, wenn wir zu weit vom Weg abwichen, gedanklich. Und das war sehr schön, wie du uns da geführt hast. Deswegen möchte ich auch jetzt einen etwas anderen Aspekt nochmal betrachten, denn wenn ich ganz weit weggehe von hier und das von oben betrachte, dann stelle ich fest, das ist heute ein Freudentag. Auch wenn es für uns ein Abschied ist, finde ich die letzte Rose, die solltest du gar nicht von mir bekommen, sondern von deinem Ehemann. Denn ihr kommt jetzt wieder zusammen oder wenigstens näher aneinander. Wir dürfen uns die auch ganz nah geben. Und Elke, trotz aller Verbote, wir wollten singen für dich, mehrstimmig. Und jetzt schüttet das auch noch. Wir hätten nämlich draußen für dich gesungen. Und jetzt singen wir hier. Für alle, singen Sie es bitte innerlich mit, Sie kennen es alle, wir können doch Elke nicht gehen lassen, ohne möge die Straße uns zusammenführen. Auf deine Fehler und wahr auf dein Gesicht.
Erleichterung. Das ist der Fall. Ich bin sehr erleichtert und ich bin sehr dankbar, dass ihr mir unter den schwierigen Bedingungen so einen schönen Abschied bereitet habt. Danke für die schönen Geschenke und für alle Worte, die ihr gesprochen habt und für diese wunderbaren Blumen. Und ich sage auf Wiedersehen, spätestens dann, wenn der Kantor mich zur Klangpredigt einlädt. Dann darf ich endlich mal predigen und nicht nur die Liturgie gestalten. Und oder zur Orgeleinweihung. Ja. Nicht vergessen, mich einzuladen. Alles Gute, bleiben Sie behütet. Wir durften mit dir viele Gottesdienste gestalten, die sowohl die musikalischen und theologischen Schätze der Vergangenheit als auch Gegenwärtiges und Zukünftiges zum Klingen brachten. Dafür danke. Und deshalb bringen wir dir jetzt stellvertretend für die vielen kleinen und großen Sängerinnen und Sänger der Kantorei das aktuell für diesen Monat komponierte Lied aus der Reihe Monatslieder der Nordkirche.